Ja, hallo meine lieben Freunde. Da sind wir wieder in unserer Folge. Jetzt schreibt er das nochmal, auch egal. in unserer RP-Folge. Wir sind wieder in Ebelsbach. Gab eine kleine Veränderung. Und zwar hat der Bauer Walter seinen Hof jetzt komplett wieder verlassen. Und ist, weiß der Geier wohin, nach Thailand oder sowas. Beziehungsweise er hat seinen Hof verkauft. Und ein Mitarbeiter des LU hat ihn gekauft. Und den werden wir vielleicht heute irgendwann oder die nächsten Tage kennenlernen, weil jeder Landwirt muss zum Landhandel, früher oder später. Genau. Und ja, mit den Channels habe ich ja schon gesagt, auch in meinen anderen Aufnahmen. Wer jemand Fragen hat oder gerne mitspielen wollte, einfach in unseren Teamspeak kommen. Schaut euch bei Facebook um, da sind wir auch vertreten. Steht alles unten in der Videobeschreibung. So, dann machen wir mal ein bisschen RP, würde ich mal sagen. So in der Richtung. Ja, hallo, Blume Landhandel. Hallo? Ja, Hast du zu viel hallo. Geld oder warum lässt du deine Autos hier laufen? Der muss warm laufen. Das ist ein M-Motor, der muss warm laufen. Okay, kann ich mir den ausleihen? Ich war im Krankenhaus. Du warst im Irgendwie nach Krankenhaus. oben. Ja, ich war im Krankenhaus. Ich glaube eher, du hast einen Herzinfarkt. Damit lasse ich dich schon nicht mit meinem neuen Auto fahren. Oder? Ich war im Krankenhaus. Ja, ich weiß. Ich will nicht den BMW, ich will den Jeep. Läuft. Was für ein Ding willst du? Gibt da den Wiese, ich weiß nicht mal, was Ein das für eine Pickup Marke oder was? ist. Ja, der Pickup. Und dann? Oder weißt du was? Ich bestelle jetzt bei dir ein Auto. Komm. Ein Ach, soll ich dich nach Hause fahren oder was willst du? Nee, ich bestelle mir jetzt ein Auto. Ah, Jetzt habe ich okay. genug Geld. Moment, ich guck. Golf. Der Dings ist aber, oder macht er das nicht, unser Bürgermeister? Nee, der ist jetzt nicht mehr im Handel. Nee. Gut, dann mach ich das. Ich kauf dir ein Auto. So, was willst du denn haben? Warte mal. Ich will normale Ausstattung mit Pentop mit Rundumleuchte oben drauf. Auto, ein Golf. Variant, oder? Ja. So, welche Farbe? Onyx. Nee, Jet-Tung. Ändert in Jet. Jet. So, dann. Moment, Moment, Jet, wo habe ich das denn? Jet. Ah ja, okay. Und dann? Ist schwarz. Dann, Color oder? Farbcolor, ja. ja, genau. Und dann die Rundumleuchte oben drauf. Die Rundumleuchte gibt es da nicht. Doch. Bei mir nicht. Magnet. Golf-Variant DRL 1, Dezent 2, 3. Pentop gibt's da. Nein? Den Golf willst du, Golf R-Variant, oder? Ja, mit der Kennleuchte oben drauf. Ich kann ja keine Kennleuchte. Doch, wenn du die hinterste leuchtest, das ist so eine kleine Rundumleuchte mit Magnet drauf, denke ich. Ja, oder doch, die ist festgeschraubt, da guckt kein Kabel drauf. Also DRL3. Ja. Gut. Der kostet 31,6. Dann Soll krieg ich ihn per ich. Internet bestellen, Ich dann habe ihn überweist schon du mir bestellt. das? Ich bestelle dir. Ich drücke so auf Knöpfchen, ist er da. Dann kriege ich 3.160 Euro von dir. Ist beim alten Händler abzuholen. Jo. 3.160 Euro. 3.160, also 3.200 natürlich dann. Geh mal in deinen Hof. Naja, alles da. So, Dankeschön, Alles klar, tschüss. tschüss, viel Spaß. Jo, danke. Oh, 4.000, super. Ja, das kommt doch gut, ne? Würde ich mal sagen.
Ich hoffe mal, dass die Lautstärke so okay ist. Dass nicht zu laut und nicht zu leise ist. Könnte man kommen. Blume, Landhandel, Blume? Blume, Landhandel, Blume? Hallo? Mich jetzt verarschen? Was los? Bezahle ich eine Kennleuchte und hier ist keine Kennleuchte drauf. Ich habe gefragt, DR3. Und du gesagt ja. Ich hier. Dann konfigurieren da oben, kannst du doch da die ja, in der Schublade mal. Und dann ist alles drin. Lass das machen. Schwierig. Alles so, wie du bestellt hast. Ja, schwierig, gutes Personal zu finden. Ja, das stimmt, ja. Ah, ich mach das ja auch nur nebenbei, ne? Bisschen Knöpfchen drücken und das war's, ne? Also dann, danke, tschüss. Jo, tschüss. Hier ist was los heute, Junge. Blume Landhandel, Blume, hallo? Ah, moin. Ach hier, LU, das ist ja super, dass du anrufst. Das kommt ja perfekt. Sag mal, wenn du kein Geld willst, ist es noch besser. Oh, dann kommen wir nicht auf einen Nenner. Okay, da käme vielleicht noch mal dazu, weil du müsstest meine Felder ansehen. Meine Felder ansehen, die 92 und 94, ich bin hier schon am Düngen. Und du hast doch Ansehen mit Düngen, ne? Oder? Für Raps. Ja. Das wäre super. Wenn du mir die dann einmal ansehen könntest mit Raps, da wäre ich dir sehr verbunden. Ja, du müsstest mir nur noch erst für das Dreschen dieser beiden Felder. 8000. 8120, glaube ich, hier stehen. 8120? Ist das Trinkgeld schon direkt mit reingerechnet worden, oder was? Nee. Wie kommt denn das 8000? Was? 8120? Ja. Okay. Was machen wir denn? Dann machen wir das. Da. Moment, da muss ich erst noch da. Ich will erstmal befördern. 8000. Da, bitteschön. Gut. Sehr nett, danke. Prima. Was kostet das Ansehen denn? Ja, einen Moment. Muss eben hier kurz nachschauen. 5560. Die 60, was soll die 60? Da sagst du direkt für ein 5. Was soll ich mit den 60? Ja gut, ich kann auch 5,6 machen. Kein Problem. Ja. Ja, ist okay. Ihr seid den richtigen Preis. Ist okay. Also machen wir 5,6 oder wie? Ja, ist okay. Gut. Sei denn, du willst abrunden, aber da passiert ja auch nicht, ne? Du rundest doch nie ab, oder? Was, warum soll die abrunden, ey? Ja, deshalb, da können wir direkt 5,6. Ab 1 wieder aufgerundet. Ab 1? Nee, ab 5. Nee, ab 1 wieder aufgerundet. Bei mir wird immer ab 1 aufgerundet. Aber dir ja, das kann sein. Ja. Nee, wann fängst du denn an? Geht es schnell los oder? Na, dauert ein bisschen. Hat noch ein bisschen was anderes. Aber ich könnte ja dann Dünger. Genau, da kannst du mit mir raus. Ja. Ich hoffe, dass ich genug drin habe. Ich guck gleich. Dann kannst du das direkt da wegholen, ja. Ja, gut. Bearbeitet der Auftrag, dauert ein bisschen, aber wir kommen. Alles klar. Gut, bis dahin. Jo, ciao. Danke, tschüss. So, guck ich mal schnell, was ich hier drin habe. Ups. Muss noch ein bisschen was besorgen. So, Dünger ist da. Saatgut. Wo ist es denn? Da ist es. Passt. Locker. Das läuft. Das funktioniert so. Ich lasse noch mal stehen so. Wir fahren eine Tour, Kalkohol. Das wäre machbar.
schieben wir mal los, wir sind kalt gesorgt. Die Straßen haben es endlich. Als ich nichts sah, man merkt sofort, dass der Pfarrer Walter nicht mehr da ist. Mein Telefon ist ruhig. Das Funkgerät ist leise. Wunderbar. Ein Gedicht. Wunderbar. Sind wir ein bisschen ausgesorgt vor wo kommt das denn so? So. Das funktioniert. Jetzt fahren die wieder schön zurück. Ja, der Kuhhof hat es in sich, ne? Die kommen und gehen. Das stimmt. Ach, jetzt bin ich an meiner Einfahrt vorbeigefahren. So. Zurück. Zurück, Marsch. Geht's lang. Das ist mir auch zu viel Arbeit, sonst hätte ich den Hut übernommen. Aber ich kann nicht alles Land handeln. Dann soll ich noch Fahrzeug handeln. Und? Nee. Das ist mir auch zu viel. Seite, okay.
schon wieder über 3000 Liter da. Funktioniert auch. Wunderbar. Landhandel, Blume. Moin. Ja, der John Deere-Fahrer. Ey, du hast ja sogar auf der Seite geparkt. Ich bin ganz baff. Den kenn ich ja gar nicht. Normal stehst du immer mitten auf der Straße. Ja, dann sind aber die Rundumleuchten, die sind aber geradeaus. Ach so, okay. So, also so jetzt, guck. Was? Ach so. Ah, okay, ja. Womit kann ich dienen? Ich wollte wieder mal was kaufen. Ja, das ist doch schön. Ich bräuchte... Um welches Mähwerk. Gewerbe handelt es sich? Du brauchst was? Ein Mähwerk. Ich bin am Mähwerk. Okay, Moment. Moment. So, was ist das? Dann will ich... Das. So, zack. Und hier, die Technik habe ich in Langzeit im Griff. So, dann müssen wir hier noch und da willst du Mähwerke. Die haben wir hier. So, womit kann ich dienen? Einmal das Pöttinger NovaCat 301 ED. Jawohl. Können Sie auch wegstellen. Ja, also ja. Und dann das NovaCat A10 CF. Was? A10? Oh, A10 CF, okay. Ja, das war schwarz. Ja, genau, das können Sie mir auch stellen. Bekomme ich 8200 Euro. 1200. Genau. Moment, ich muss noch betriebstechnische Umgestaltung. So. 8200. Nur auch, ja? Ja. Sind aber. Ja, ich interessiere nur meine Prozente. Der Händler hat andere, ich habe nur meine. Meine Konsum. Kann ich das abholen? Auch beim alten Händler. Das wird dahin geliefert. Okay, danke. Okay, tschüss. Boah, ist das eine Scheißhupe, scheiß John Deere schön. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja, und nu? Achso, da fahre ich die Container noch alle rein, ne? Genau, dann muss ich noch Container reinfahren. Ach, da steht so ein Front da drauf. Gut, meine lieben Zuschauer, das war's auch wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, abonniert meinen Kanal und auch den vom Mecke, Future Farming. Und ja, die Beschreibung steht unten bei den Videos. Wie gesagt, Facebook, eine Homepage haben wir auch, die wird im Moment umgebaut. Da könnt ihr euch anschauen, was wir hier so anstellen und ja, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne wieder vorbei. Haut rein. Tschüss.